Herzlich willkommen, Markus Tantler. Danke, danke. Ihr Unternehmen hat eine webbasierte Software zur nachhaltigen Optimierung für Suchmaschinen entwickelt. Zunächst einmal, lieber Tantler, wie kam es dazu? Also ich glaube, ich muss mal ganz kurz mal, klarstellen. Also wir sind jetzt nicht nur für Suchmaschinenoptimierung. Das ist quasi ein zentraler Part. Das ist auch das, wo quasi wo wir halt sehr viel Value stiften. Aber wir setzen ein bisschen höher an. Also wir sind quasi ein digitaler Werkzeugkasten für Qualitätsmanagement von Webseiten. Also wir stellen innovative Tools für bessere Webseiten her. Dass das natürlich auch einen positiven Effekt bei Google hat, also für die Suchmaschinenoptimierung. Ja, das ist quasi also der positive Nebeneffekt, aber am Ende des Tages geht es um die User. Ja, also ich meine, wir finden zum Beispiel, dass auf einer Internetseite fehlerhafte Links und fehlerhafte Seiten vorhanden sind und natürlich mag Google das nicht, aber am Ende des Tages ist mir das egal, dass Google das nicht mag, sondern das geht um uns alle, das geht um den User. Ja? Also wenn ich halt mit meinem Smartphone eine Seite ansurfe, ich will den Notfallfahrplan der Bahn sehen und dann lande ich auf einer Seite, kann das nicht angezeigt bekommen, weil die Seite einfach nicht mobilgerecht aufbereitet ist, dann interessiert mich jetzt Google nicht, sondern mich nervt das halt, dass das an der Seite nicht funktioniert. Und da setzen wir an. Also wir setzen einen Schritt höher an und wenn man halt eine saubere, gepflegte, gute Seite hat, dann hilft es halt auch bei Google und deswegen auch für Suchmaschinenoptimierung. Genau. Aber Qualitätsmanagement von Webseiten, das ist unser Ding. Also was kann jetzt Ihr Tool alles? Man kann das ja bei Ihnen online auch bestellen, kaufen. Mhm. Es gibt mehrere Pakete. Wie muss man sich das vorstellen? Also wir sind wie ein, vielleicht wie ein Röntgengerät beim Arzt. Genauso machen wir das quasi für die Internetseite und so finden wir quasi brachliegendes Optimierungspotenzial oder auch kritische Fehler und die bereiten wir halt sehr schnell, also Big Data ist ja da das Keyword, sehr schnell und vor allem sehr übersichtlich einfach auf, damit man einfach sehr genau sieht, wo einfach irgendwie der Hase im Pfeffer begraben ist. Es ist ja so, also bevor es unser Tool gab, es ist einfach so, die manuelle Suche nach solchen Fehlern ist halt sehr oft die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und wir haben uns halt gedacht, warum brauche ich eigentlich Heuhaufen, ich will ja eigentlich nur die Nadeln sehen. Und genau das macht unsere Software. Also unsere Software ist der Magnet, der quasi alle Nadeln sofort zum Vorschein bringt. Und genau das ist unser Ding. Und das selbst mit riesengroßen Seiten. Also jetzt sagen wir mal, also wir machen ja Big Data, um das mal ein bisschen zu visualisieren. Ja. Wir haben mittlerweile über 8 Milliarden Seiten gecrawlt, 150 Billiarden Datenpunkte. Sagen wir mal, ein größerer Kunde, mit 25 Millionen Webseiten, das sind so mal 6 Terabyte an Daten, ja, das hat noch vor 3 Jahren noch nicht mal auf eine Festplatte gepasst, ja, und sowas können wir mittlerweile live in Realtime innerhalb von Sekunden quasi analysieren. Also genau, zum Beispiel kann es halt sein, dass auf einer Webseite nur ein Zeichen falsch gesetzt ist und genau dieses Zeichen kann halt verursachen, dass meine Seite vielleicht komplett bei Google deindexiert wird. Und dieses eine falsche Zeichen innerhalb von Millionen Seiten von Code zu finden, ja, ist halt eine Mordsarbeit. Und mit unserem Tool geht das so. Und da ist es. Und das machen wir ziemlich geil. Wie sind Sie auf die gekommen eigentlich? Wie ging das damals los? Wie ging das los? Wir haben dieses Tool, wir wollten nie ein Softwareanbieter werden. Ja. Ich habe genauso was wie die, also auch wie Sie, was übrigens ein absolut eindrucksvoller Vortrag war. Also das war wirklich absolut eindrucksvoll. Eine sehr kleine Boutique, also nicht mal Beratung, sondern also wirklich, wir haben sehr viele eigene Projekte gemacht, haben ein paar größere Kunden auch beraten, zum Beispiel halt eine große Deutsche Bank oder Walt Disney oder die Deutsche Telekom. Und gerade in der Arbeit mit solchen großen Seiten passiert halt einem genau das, also dass ich halt sehr zeitintensive Prozesse habe in der Analyse so einer Webseite und es hat halt keine Software uns diese Arbeit abgenommen und dann haben wir sie halt selber programmiert. Ne? Also genauso wie Sie, man muss halt die Ärmel hochkrempeln und dann baut man das halt selber. Und ja, und wenn man halt so eine Software irgendwie baut, kamen halt immer mehr Leute und haben gesagt, ja, die hätten wir halt auch gerne. Und wir haben immer gesagt, nee, also das ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil, den wir in dem Moment halt haben. Also ich habe gar keinen Bock, irgendwie das da rauszugeben. Und plus, es ist natürlich auch nochmal so, also wie gesagt, ich wollte auch nie
eine Firma haben. Also ich war auch sehr froh in dieser Vier-Mann-Konstellation. Also ich war auch, Sie haben es ja auch erwähnt, auch sehr viel quasi im Ausland da unterwegs. Und da willst du ja auch nicht 30 Mitarbeiter haben und ja, ich bin jetzt mal wieder hier, bin mal wieder da. Aber ich meine, lieber Michael, du weißt es, auch meine Lebenssituation hat sich ein bisschen geändert. Ich habe geheiratet, habe ein Haus in München gekauft, habe ein Kind bekommen und mein Hon-Status bei der Lufthansa ist abgelaufen. Also ich habe die Monatskarte für den Bus abgegeben und da war einfach auch so dieser Moment gekommen, jetzt will ich auch in München mehr sein und dann hat auch quasi dieser Moment gepasst, ja, jetzt machen wir das mal. Machen wir das mal. Und wir haben immer noch nicht dran geglaubt, also auch überhaupt, dass wir mit dieser Software einen Markt haben. Natürlich haben uns jetzt gerade sehr viele Leute darauf angesprochen, die halt sehr tief in dieser Materie drin sind, also die sofort verstanden haben, was unsere Software tut. Aber wir haben natürlich gar nicht gesehen, dass da so ein großes Marktpotenzial eigentlich vorherrscht. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt erstmal eine Open-Beta-Phase. Also wir haben gesagt, wir bieten eine Beta-Version an und zwar einfach mal 100 Accounts. So Testphase. Genau, so eine Testphase. Die Leute können mal schauen, wie sie auch mit der Software arbeiten können. Also können auch andere Leute mit dieser Software umgehen. Und für uns, wie performant ist das, wenn 100 Leute mit dieser Software arbeiten? Wo machen die Fehler? Wo liegen da irgendwelche Probleme? Um einfach wirklich mal zu sehen, kann man daraus eine Softwarefirma entsprechend auch bauen oder wird es dann einfach nur irgendwie einfach ein nerviger Mist? Und und diese 100 Accounts waren innerhalb von 24 Stunden weg. Und ja, und ab dem Moment hatten wir eine Firma. Da wusste man, da hat man eine Firma. Ja, genau. Und das, die lustige Geschichte dazu ist noch, wie gesagt, wir haben noch überhaupt nicht daran geglaubt. Und wir haben damals dann halt, wir brauchen jetzt eine Firma. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt gründen wir halt schnell eine Firma. Wir wollten damals eine UG machen. Und haben dann einfach, wie nennen wir das jetzt? Okay, die lauter lustige Leute UG. Und dann haben wir halt die lauter lustige Leute UG gegründet. Und ja, das Problem war dann, dass halt dann der Controller der Telekom oder so halt gleich, die sehen das natürlich dann in ihren wie ein Monatsabo bei einer lauter lustigen Leute AG. Das klang dann so ein bisschen wie Spaßabo. Und dann haben wir dann sehr schnell verstanden, okay, wir brauchen jetzt eine GmbH. Und jetzt so ist dann quasi die onpatch.org GmbH dann auch entstanden. Ja. Also wie die Jungfrau zum Kind. Wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben einen echten Digital Native natürlich heute bei uns mit dem Markus Dantler. Es gibt eine Studie, die stellt dem deutschen Mittelstand ein schlechtes Zeugnis übrigens aus im digitalen Geschäft. Mehr als die Hälfte aller Betriebe kümmere sich nicht eben um die digitale Strategie. Und also gerade bei der Digitalisierung herrscht bei vielen Mittelständlern noch großer Nachholbedarf. Was sagt der Digital Native dazu in Deutschland? Ja, der Weltgereiste. Also natürlich bin ich da jetzt wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, weil ich ja eher Leute treffen, die in diesem Thema eher schon aktiv sind. Ja. Aber ich kann mir das natürlich auch vorstellen. Ich meine, man macht ein ganzes Leben sein Business, man weiß ganz genau, was man da tut. Ja? Also man hat sein Produkt in der Hand und kennt das, achtet da auf die Qualität. Und wie gesagt, dann kommen halt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, bei Ihnen kommen wahrscheinlich lauter Leute und Firmen immer wieder, werden da vorstellig und erzählen Ihnen, was weiß ich, was man machen kann und hier und da und was weiß ich und wie und immer. Und eigentlich wollen sie halt auch nur sozusagen mal vorrangig wahrscheinlich Kohle mit demjenigen machen. Und also wie gesagt, da prasselt natürlich eine Menge auf einen ein und dann wird man auch schon mal verbrennt sich mal hier die Finger, mal ein bisschen da die Finger und dann irgendwann wird man dann halt auch, oje, oje, was ist dann da die richtige Strategie? Zum Glück, meine Konkurrenten machen es auch noch nicht, also muss ich es auch nicht machen, ja. Obwohl das ja dann gerade die Chance ist, ja, wenn es die Konkurrenz dann nicht macht, es halt selber zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich das Ding, was ich eher schade finde. Also das ist dann halt manchmal einfach halbherzig gemacht wird. Also gerade so, wie gesagt, gerade Suchmaschinenoptimierung, gerade Social Media, das macht dann halt mal der Praktikant. Also wir probieren das jetzt erstmal, das macht jetzt erstmal der Praktikant und wenn das dann funktioniert, dann investieren wir da rein. Aber der Gag ist halt, wenn man es halt nicht gescheit macht, dann wird es halt auch nichts und das ist es halt so, die Self-Fulfilling Prophecy, also oftmals, manchmal funktioniert es ja auch super. Mhm. Aber das ist es halt, also es wird dann eher halbherzig gemacht und ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man sich sehr früh hier Kompetenz ins Haus holt, also dass man wirklich In-House-Kompetenz hat, dass man nicht nur sozusagen von Leuten von außerhalb abhängig ist, die halt immer wieder Kohle sehen wollen für jeden Tipp, sondern dass auch wirklich jemand im Haus ist, der dieses Thema treibt, der auch eine Schnittstelle ist, also der den Unternehmer versteht, aber auch die IT-Abteilung oder einfach den Sales, also der einfach die Schnittstelle zwischen verschiedenen Abteilungen sein kann, um einfach
dann von dort sozusagen hier eine geeignete Strategie einfach zu finden. Und ich glaube einfach, natürlich, das ist ein absolut überforderndes Thema fast schon. Also ich meine, wirklich mit ganzen Apps, also ich kenne das ja selber auch, es gibt Apps wie Snapchat oder so, das ist riesig groß, ich habe noch nie Snapchat benutzt. Ja. Und ich habe das auch erst zum ersten Mal gehört, als es irgendwie gleich Milliarden bewertet war oder so. Also selbst das passiert mir heute auch noch, ja. Weil das einfach so schnell dreht, okay. Dieses Thema. Aber ich glaube, man kann da einfach nur einfach mal so sagen, einfach manchmal auch ein bisschen mehr Mut zu haben, also diesen Weg auch zu gehen. Ich will jetzt wirklich, ich glaube daran und ich hole mir hier Kompetenz in Haus, jemand, der bei mir dieses Thema treibt. Mhm. Und man muss sich einfach damit früher oder später auseinandersetzen und dann fängt man einfach am besten heute damit an. Welche Rolle wird die Digitalisierung des Mittelstandes spielen in der Zukunft? Wo geht die Reise hin? Ja, wo geht die Reise hin? Also ich glaube, die da mitspielen, die sind auf der Reise dabei und die nicht mitspielen, für die ist die Reise bald vorbei. Das ist eine sehr pragmatische, ehrliche Antwort. Ja. Wird es jemals, dann frage ich gleich noch hinten dran, wird es jemals ein deutsches Silicon Valley geben? Oh je. Oh je. Oh je. Er will das schon. Ja. Er will das schon. Ja, natürlich. Der Markus Sandler war gerade in Silicon Valley. Genau. Also was sind da, was ist eine ganz andere Welt, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Also da dreht sich halt die Welt ein bisschen schneller. Also wir waren ja im Silicon Valley, wir haben so ein German Accelerator Programm quasi initial gewonnen, da teilzunehmen. Wir haben das Programm auch gewonnen. Also sozusagen, wir sind auch, also auch unsere Software ist da extrem hoch gelobt worden. Also quasi unser gesamter technischer und infrastruktureller Setup, also muss sich da auch wirklich im Silicon Valley nicht verstecken. Das war natürlich phänomenal, also natürlich auch sehr viel Rückenwind, den man dann quasi bekommt, also wo man quasi auch sieht, also man spielt da quasi auch weltweit quasi auch vorne mit, obwohl sich natürlich, das bewegt sich alles so schnell, da muss man halt immer weiter rennen, ja, da kann man nie aufstehen. Aber mit dem Silicon Valley, das sind halt ganz andere Voraussetzungen. Also ich meine, du hast es vorher gesagt, mit dem ganzen Bürokratie, das ist im Valley, ist das halt alles, da ist halt Hire and Fire, ne? Bei uns sozusagen, also heute, du stellst einen Mitarbeiter ein, also jetzt, das soll jetzt nicht doof klingen, aber ne, also so jemand kriegt man dann auch sehr schlecht wieder los. Also das soll jetzt nicht abwertend klingen. Ne? Also sagen wir mal, wenn es mir wieder schlechter geht. Nee. Also ich meine es jetzt nicht im negativen Sinne. Aber in Amerika ist halt High and Fire. Also ich habe eine neue Idee, ich stelle 30 neue Leute ein, es funktioniert nicht und ich kann sofort wieder Dinge. Also ich kann viel schneller drehen, wo ich mir als Unternehmer, ich muss mir ganz genau überlegen, brauche ich diese Person, brauche ich diese Position? Also ich muss mir halt 10-mal länger überlegen, ja, und mir den wirklich dann vom Mund absparen. Dann ist die Idee vielleicht schon kaputt oder geklaut. Genau. Und das ist halt, was in Amerika halt viel, viel schneller geht. Ich finde das nicht gut. Also deswegen sozusagen, ich will hier wirklich das auch sozusagen darstellen. Ich finde das nicht unbedingt gut, wie das in Amerika ist. Aber das ist der Faktor, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, will man das überhaupt, ja. Aber das ist der Faktor, warum die da gerade wirklich, also aus San Francisco heraus, wirklich gerade die Welt verändern. Weil sie unglaubliche Rahmenbedingungen einfach vorhaben, wo einfach alles egal ist. Mach einfach mal. Ja? Das ist ja auch mit der ganzen Zulassung. Bei Ihnen müssen Sie immer, Sie sagen etwas und dann müssen Sie erstmal beweisen, dass es nicht so ist und irgendwie 100 verschiedene Arten, dass es halt, dass Sie da irgendwie, also da passiert nichts, da passiert nichts, da passiert nichts, da passiert. In Amerika ist es genau andersrum. Da bringt man erstmal was und dann muss erstmal jemand kommen und muss sagen, sozusagen, das ist schädlich und erst dann müssen Sie sich darum kümmern. Ja? Und genau das ist das. Man kann einfach mal machen. Uber, bestes Beispiel. Ja? Uber in San Francisco gestartet, da gibt es mittlerweile fast gar keine Taxis mehr, sondern jeder fährt Uber. Ja? Ist natürlich auch super convenient, auch richtig cool. Hier ist natürlich gleich, ja, das disruptet so einen Markt. Und jetzt müssen wir eben erklären, für die, die das noch nicht kennen, Uber, was ist Uber? Ja, Uber, also quasi, dass jeder kann mit seinem Privatauto Taxi-Service spielen, ja, und kostet halt die Hälfte vom Taxi. Also ich fahre auch gerne in München Uber. Also das ist eigentlich ein phänomenal guter Service. Aber wie gesagt, bei uns haben wir dann wieder so viele Regularien, so viele Dinge, wo so ein Unternehmen gar nicht so schnell wachsen kann, ja, weil es immer wieder an Grenzen stößt und immer wieder an Dingen. Deswegen, ich sage nicht unbedingt, dass es positiv ist, ja, weil, wie gesagt, eine Menge, was da draußen passiert, sozusagen wächst dann vielleicht auch einfach zu schnell und gerade dieser, wie gesagt, also im Moment ist es ja so ein bisschen so dieser Krieg der Systeme, also der amerikanische Turbokapitalismus und unsere soziale Marktwirtschaft, ja, nur unsere soziale Marktwirtschaft ist halt, wie gesagt, im Kampf gegen den Turbokapitalismus halt... Und kostet auch eine Menge gerüstet. Geld. Ne? Ja, es ist Wahnsinn, aber also, was die da drüben machen, ist einfach in zu extrem quasi, ja. Also deswegen sage ich auch, will man das überhaupt? Aber hier ist es fast schon, dass man halt
sehr viel, also wirklich zurückgehalten wird. Und das ist wiederum schade. Also es müsste eigentlich genau quasi die Mitte sein, sodass auch Deutschland auch hier quasi einfach weiter mitspielen kann. Ja. Ja, das ist ja auch wieder das Thema, was wir vorhin hatten mit Bürokratie und so weiter. Absolut. Was teilweise tolle Ideen gleich am Anfang schon im Keime erstickt. Welche Geschäftsziele, jetzt haben Sie uns ja richtig neugierig gemacht, welche Geschäftsziele peilen Sie denn für dieses Jahr noch an? Also im Moment, wir haben jetzt unsere Software komplett auf Englisch lokalisiert und für uns ist jetzt einfach die Internationalisierung. Ja. Also wie gesagt, unser Produkt ist einzigartig auch auf der ganzen Welt und jetzt gilt es natürlich sozusagen unser Produkt halt auch weltweit zur Verfügung zu stellen. Hatte der Markus Tandler mal Angst, dass sein Unternehmen floppt? Puh. So Unternehmensängste gab es da schon oder ging es nur aufwärts bisher? Also bislang ging es wirklich, da klopfe ich gerne auf Holz, wirklich eigentlich im Moment nur aufwärts, aber wir sind ja auch noch super jung. Also ich meine, wenn ich da höre, 100 Jahre, also ich meine, da 3 Jahre, ich meine, da lachen Sie wirklich drüber, vor allem wirklich. Also ich meine, die 3 Jahre, die vergingen jetzt ja auch wie ein Flug. Ja, also das ging ja alles irgendwie super fix. Ja. Und also das ist ja eine ganz andere Zeitspanne. Ja, also deswegen, wie gesagt, bislang hatten wir da gar nicht, also bislang sind wir da so auf Vollgas gefahren. Ja. Da ist das nicht. Ich meine, wir sehen das an der Mitarbeiter jetzt auch, wie gesagt, wir haben jetzt 32 Mitarbeiter, da sieht man ja auch, man geht ja auch als Unternehmen dadurch diverse Stadien da quasi durch und wie gesagt, und vor allem, wenn man, ich meine, das merken Sie jetzt ja auch alle, ich bin jetzt nicht so der klassische Typ Geschäftsführer, ja, ich bin halt ein Nerd, ja, ich bin halt wirklich ein Nerd und das Schlimme ist, meine Co-Geschäftsführer und Co-Gründer, wir sind alle Nerds, ja, und das ist halt, das ist natürlich cool, weil wir uns halt absolut dafür begeistern, also ich meine, verrückt, ja, Mann, wirklich, ist halt wirklich so, ich habe das halt früher als Hobby gemacht und lustigerweise ist das jetzt halt ein Business geworden, was halt wirklich ein, also es hätte ja niemand gedacht, dass das mal wirklich so ein Business wird, ja, wie gesagt, das habe ich ja wirklich damals als Hobby gemacht aber ihr habt eben auch ein gutes Team. Absolut. Von den 4 Geschäftsführern ergänzt euch eben auch gut. Genau. Ne? Darauf kommt es ja auch an. Darauf, genau, das ist alles. Ich meine, das Team ist generell, glaube ich, immer wichtig. Alles. Ja, aber definitiv. Das Gute ist, dass ihr zwar alle Nerd seid, aber jeder so in seinem Bereich. Ne? Jeder hat ja auch so seinen Bereich, wo er unterwegs ist. Und klar, ihr seid sehr, sehr stark vernetzt in der Gründerszene. Ihr habt tolle Events ins Leben gerufen, ne? SEO, Oktoberfest, aber hallo, sagt er. Ja. Und weltweit das größte, ja, ich sage jetzt mal Start-up-Event, Festival, Gründerfestival. Gründerfestival, genau. Mit 1800 Start-ups. Noch viel geiler. Noch viel geiler. 3600. Kommt jetzt. Also im September. Im September. Achso, du meinst vom letzten Mal. Vom letzten Mal. Genau. Da war ich mit dabei. Ja. Gigantisch. Ja, absolut. Und jetzt werden es doppelt so viele. Genau. Also es hat gestartet, also es hat der Andi Reiter als Brückschlögel gemacht, also mein Co-Geschäftsführer. Ja. Also ich mache diesen See-Oktoberfest-Event sozusagen seit 8 Jahren, wo ich, also das sind eigentlich nur 50 Leute, das sind sozusagen die weltweit Besten aus 20 Ländern in diesem Suchmaschinenoptimierungsbereich, kommen hier nach München, die lade ich immer zum Oktoberfest ein, dem kaufe ich auch immer das komplette Outfit, ja, damit, wie gesagt, wir gehen ja nicht in die Schützenfesthalle und die kommen da irgendwie mit lustigen T-Shirts und so, ne? Also das gibt's nichts. Die kommen aus der ganzen Welt. Genau, also wie gesagt, kommen aus der ganzen Welt, also das sind Führungskräfte von Facebook, von Microsoft und was immer, wie gesagt, die laden wir hier alle ein, machen hier eine große Sause. Der Andreas Burgschlügel organisiert quasi das Bits and Pretzels, also das ist quasi die Fortführung von Laptop und Lederhosen. Und wie gesagt, gestartet als mit 50 Leuten, Gründer Weißwurst, Frühstück waren das damals und jetzt im September werden das 3600 Leute Event, auch ich glaube über 50 Leute aus dem Silicon Valley fliegen wir ein, auch die staffieren wir wieder komplett aus. In Lederhosen und wirklich in der... Made in Bavaria, das ist absolut. Ganz... Absolut. Und einzigartig in der Geschichte in 205 Jahren Oktoberfest. Wir haben ein eigenes Festzelt, wirklich, also wo diese ganzen 3600 Gründer dann sozusagen einen Tag zusammensitzen werden. Also, ja. Welches Festzelt ist das dann? Wir sind im Schottenhammel. Im Schottenhammel. Genau. Ja? Und das steht danach auch noch da, ne? Wenn das, da... ja...
Das würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen, aber hoffe ich mal. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Es sind 3 Tage, ist das? Geht das, das sind 3 Tage, genau. Das ist ein Riesen-Happening. Was passiert da, außer dass da jetzt Birgit und der Mars und ihr müsst natürlich Vorkehrungen treffen? Ja. Ne? Also wir haben halt super spannende Gründerpersönlichkeiten und die erzählen einfach ihre Geschichte. Also genauso wie hier, aber also einfach auch da inspirieren. Wir haben dann auch so Table Captains, da warst du ja auch schon dabei, beziehungsweise wirst hoffentlich auch wieder dabei sein, wo dann auch jeweils halt Persönlichkeiten an den Tischen dann sind, wo man sich dann sozusagen an die bestimmten Tische zu einer bestimmten Person dann dazusetzen kann. Also wir versuchen einfach Gründer zusammenzubringen, und einfach sozusagen, weil davon lebt das ja, durch diesen Austausch, dass man einfach zusammen einfach vielleicht als Masse mehr erreicht als man als Einzelner. Genau. Ja. Erst 3 Jahre, fast, ne? 3 Jahre ist es her, dass die Firma von Markus Tandler gegründet wurde. So schnell kann man Erfolgsgeschichten bei uns schreiben. Eine tolle Leistung von dir und deinem gesamten Team. Das ist wirklich eine einmalige Erfolgsgeschichte, die ihr da schreibt. Wie sagt man bei den Start-ups? Echt krass, Mann, ne? Echt krass, Mann. Echt krass, Mann. Schon wieder Retro, aber ja. Schon wieder Retro. Schon wieder Retro. Kann man sagen, ja. Na, alles gut. Du darfst das. Du darfst das. Ich darf bei dir kommt es wieder cool. Also, echt krass, Mann. Herzlichen Dank, ne, für diesen beherzten, tiefen Einblick. Ja.